hier ist Ronja und wir spielen heute Minecraft mit der Izzy, aber nicht normales Minecraft, ja, sondern, wie ihr vielleicht jetzt hier schon an dieser wunderbaren Aufnahme seht, ist alles auf dem Kopf, ja? Also, es sieht so merkwürdig aus. Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich gucke viel mehr auf den Boden, als ich es normalerweise machen würde. Es ist so konfus. Im Prinzip, wir haben unsere Bildschirme geflippt, also das kann man ja in den Anzeigeeinstellungen haben, deswegen kriegen wir alles falsch rum angezeigt. Und es ist alles komplett konfus. Es ist so merkwürdig. Okay, wir versuchen hier zu überleben. Ich habe jetzt schon Hunger. Und ich habe schon Leben verloren, weil ich vom Baum gefallen bin. Was essen wir? Was? Und wir können hier einen Baum abbauen. Wir können einen Baum abbauen. Das ist ja... Oh Gott, ich will die ganze Zeit auf meinen anderen Monitor, auf dem Viewfinder gucken, in der Hoffnung, dass es da richtig rum ist. Aber ist es auch nicht. Deswegen gucke ich die ganze Zeit rüber, aber dann bin ich nur enttäuscht und bin so, was mache ich denn jetzt? Das ist so merkwürdig. Ja, es geht auch ganz gut. Ich habe das auch schon mal gespielt, aber upside down. Also oben war unten und unten war oben. Ja. Ja. Ach so. Ja, ja, hier ist nämlich auch noch mit der Maus, die bewegt sich falsch. Also, wisst ihr, was ich meine? Oh, das ist ganz... Das ist voll verwirrend. Das ist so schwierig. Du machst es gut. Ich habe jetzt Holz. Das Menü geht ja trotzdem noch gleich auf. Das heißt, das kann ich hier, Sekündchen, ich habe fast den Baum fertig geholzt. So. Fast den Baum fertig geholzt. Oh Gott, mit der Maus, ich komme gar nicht zu meinem Holz. Hier, links, jetzt runter. Falsche Richtung. Ah, hier, bam. Oh Gott, das ist so kompliziert. Warum war, das ist ja eine dumme Idee gewesen von mir auch. Warum habe ich das denn vorgehabt? Ich war so, boah, das wäre bestimmt total witzig. Ich habe sowas schon mal gemacht. Das fanden die Leute auch gut. Deswegen machen wir das jetzt bestimmt weiter. Das mögen die sicher. Ja, toll. Ganz super. Ganz super. Vergangenheits-Ronja. Mein Feind. Okay, Vergangenheits-Ronja. Ja, Vergangenheits-Ronja reitet mich manchmal in so Sachen rein. Und dann sitze ich hier und versuche hier auf dem Kopf Minecraft zu spielen. Zum Glück habe ich dich dabei. Auf dem Kopf? Hast du es auf dem Kopf auch noch? Ja, klar. Ich hab's komplett... Ach, du hast es geflippt und auf dem Kopf. Ja. Ach nee, ich hab's nur geflippt. Nö, ich hab's auf dem Kopf. Ich hab's quasi einmal so gedreht. Ja, das ist furchtbar. Oh, ich bin gerade in ein Loch gefallen. Wieso ist hier ein Loch? Hast du ein Loch gegraben? Ja, wir wollen da runtergehen. Wieso tust du das? Ich kämpf schon mit normalen Minecraft. Survival, meinst du? Ja. Aber das ist, okay, Holz. Wir müssen vor allem, wenn es Nacht wird, brauchen wir. Wir brauchen ein Haus. Das ist das Schlimmste. Wir haben, diese Tage sind nicht so lang. Okay, ich habe jetzt eine Spitzhacke gemacht. Und ich wollte jetzt eigentlich noch ein Schwert machen. Obwohl, brauche ich ein Schwert? Ja, na, du brauchst eine Axt wollte ich machen. Eine Axt. Ich mache eine Axt. Okay. Ich bin unser Baummann. Okay, warte, ich muss die Werkbank auch einmal mit benutzen. Ich habe nämlich jetzt einen Ofen. Ja, wie jetzt? Du hast schon einen Ofen. Nur noch Eisen brauchen wir. Dann ich habe jetzt hier gerade eine Viertelstunde gebraucht, um eine Axt zu craften. Möchte ich nur anmerken. Okay, meine Axt liegt nicht auf 3 scheinbar, sondern auf 8. Was liegt auf 8? Jetzt fällt die meinen Baum. Ja, dann fällt ihr einen eigenen Baum. Ich fäll die Birke hier. Guck mal, wenn ich jetzt schon mich nicht zurechtfinden kann, denkst du, ich werde gut gegen Zombies kämpfen? Ich denke eindeutig ja. Ist ja, richtig. Ja. Oh nein, ich fall ins Loch! Nein, Ronja, was machst du da? Das ist falsch. Okay, hier ist auch Kohle. Ich wollte die Kohle abbauen. Ah, Kohle. Ja, ja, war natürlich war. Für das Licht, damit wir nicht so dunkel sind, ne? Hier ist ganz viel Kohle, das habe ich schon gespürt. Dass wir können Fackeln machen. Richtig. Das hatte ich ja gesagt, das ist das Licht. Ja. Ich bin dir einen Schritt voraus, weil ich aus Versehen ins Loch gefallen bin. Was? Ich hab schon Fackeln und du so? Du hast schon Fackeln? Ja. Yeah. Aha, ich auch. Das ist richtig gut hier. In der Ferne. Hier ist ein Schaf! Schaf, 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 du wirst leider nun... Warte, nein, nicht töten, wir können es mit der Schere. Nein, ich möchte es töten. Nein, hör auf, wir können mehr Wolle haben, wenn wir mit der Schere rennen. Aber, okay, hast du denn eine Schere? Ja, ich habe eine Schere. Hier sind zwei Schafe. Nein, lass chill, Ronja, chill. Wir sicher. Haben noch Zeit bis Nacht, ist absolut sicher. Ich fühle mich hier unsicher mit den Schafen. Okay, dann mache ich... Die fressen dann nämlich wieder und dann haben wir noch mal genug. Das stimmt, ja, da hast du recht. Das war noch nicht so... Stimmt, du hast den Ofen. Soll ich dir Eisen geben für dein... Nicht Eisen. Soll ich dir Kohle geben für deinen Ofen? Nein, es ist tatsächlich Kohle drin. Ich mache nochmal eine Werkbank hier. Ich mache jetzt mehr Kohle rein. So, damit die für irgendwas Gutes nicht... Willst du das Eisen rausnehmen und eine Schere craften? Ja. Okay, warte, kein Ding. Ich hab das. Ich habe ein bisschen Kohle noch im Ofen liegen gelassen. Okay, dann kannst du die Schafe scheren.
Ja, ich bin dran. Schere. Oh, nein, jeder kleine Erfolg, ne? Ich nehm's. So, Schere. Yes. Ein Schaf. Du guckst mich so an. Komm doch her. Schaf, lass dich doch scheren. Rechtsklick war scheren, oder? Ja. Gott, das ist so eine dumme Idee gewesen. Und ich muss auch noch selber fahren. Ich habe gedacht, du nimmst mich mit. Ja, dann steig ein. Nee, ich fahre jetzt selber. Okay, komm, ich bin schon groß. Ich kann schon alleine Boot fahren. Ich war falsche Richtung gelenkt. Hier lang? Okay. Ja. Aha. Es wird langsam einfacher, oder? Nee. Wir fahren in den Pilz weiter. Okay, ach so, das ist schön. Das ist eine gute Idee. Ich finde es schön, dass es aber für dich so gut klappt. Das freut mich sehr. Danke. Mhm. Kommst du hier raus? Ich versuche mein Bestes. Ja, ja. Oh, guck mal. Ich bin hier angelaufen. Und zack. Ich hab schon ins Wasser. Bild. Falsche Richtung. Boah, ist das schwierig. Ich glaube, die Leute, die das jetzt sehen, ja, denken sich, du stellst dich aber an. Aber das ist wirklich schwer. Macht das mal selber. Stellt euren Computer, also euren Monitor, einfach mal auf andersrum. Das macht, also, ich will jetzt gerne sagen, das macht keinen Spaß, aber es ist auch irgendwie ganz lustig, aber es ist auch, ist auch frustrierend, primär. So, oh nein, es wird dunkel. Warte, wird es schon dunkel? Ja, wir müssen ein Haus bauen. Hier ist ein Schaf, Ronja, du kannst es noch scheren. Ich schere es. Hier ist es. Ich habe meine Schere. Wo ist das Schaf? Folge den Hier, da ist es. Hä? Ich bin auf dem Baum. Wie jetzt? Hä, wie bist du denn auf den Baum gekommen? Ach nee, ich... Hä? Ich habe das Gefühl, ich habe keine Schwerkraft. Aber habe ich. Hä? Ach nee, ich bin einfach nur dumm. Okay, alles gut. Wir sollten uns vielleicht... Ich bin im Wasser. Nein, wir müssen ins Wasser gekommen. Oh Gott, Ronja, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns echt beeilen. Ich kann nicht mehr sprinten, aber ich habe Pilze. Wir können uns Pilzsuppen machen. Okay, das ist gut. Aber komm, wir müssen erstmal einen Erdunterschlupf machen. Irgendwas bauen. Einfach so eine schöne Erdhöhle. Ich bin bei den Booten vorne. Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Okay, warte. Ich mache Fackeln, damit nicht zu viele Monster spawnen. Kannst hier? Du die Betten machen? Ich kann das nicht. Ich kann die Betten machen. Ich kann okay, die Betten danke. Machen. Ich werf das Zeug hin. Brauchst du noch Holz? Wirfst Holz hin? Nein, Holz habe ich genug. Okay. Dann mache ich mein Holz gerade, verwandle ich zu Dings, damit wir uns einen Unterschlupf bauen können. Okay, ich habe ganz viele Fackeln geplaced. Jetzt dürften hier eigentlich keine Monster spawnen. Okay, sehr gut. Okay, pass auf. Also. Wir bauen jetzt hier einfach einen kleinen Unterschlupf, richtig? Ja, wir bauen uns jetzt hier einen Unterschlupf. Ich fange hier an. Das ist ein Pilz. Hast du. Hier. Das habe ich nicht gesehen. Das ist so unmöglich! Oh nee. Hast du Lust auf Pilzsuppen, Ronja? Ja, ich habe Lust auf Pilzsuppen. Ich bin hungrig. Ja, lass uns was essen. Oh nein, ich kann nicht bauen, Easy. Oh, danke. Oh, oh Gott sei Dank. Gegessen. Warte. Nein, nicht disconnect. Stopp, back to game. Und Video aus. So, das war's dann. Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe hier überall in dieser Wanne Holz gesetzt. Möchte ich nur anmerken. Das war keine Absicht. Du hast jetzt, was? Nee, ich versuche hier ein Haus zu bauen, okay? Es ist tatsächlich nicht einfach, wie sich herausstellt. Das kann doch nicht sein. Ich füge dem Haus Dekorationsgegenstände hinzu. Wie wäre es mit einer Wand? Die wäre auch nicht schlecht. Können Monster übers Wasser kommen? Nein, können sie nicht. Wir sind ehrlich sicher. Nicht? Okay, gut, dann ist das gut, weil das nimmt uns eine Arbeit ab, die wir hier sonst hätten. Richtig. Und die wäre unmöglich. Okay, ach Gott, ich falle hier gleich runter. Ja. Ich finde, du machst es sehr gut. Das ist beeindruckend. Danke. Wir können doch einfach in den Pilz ziehen. Wie jetzt in den Pilz? Ich habe hier schon eine ganze Wand gebaut, Easy. Willst du mir sagen, das war für nichts und wieder nichts? Nein, die Wand benutzen wir. Achso, wir benutzen den Pilz als Wand? Ja, wir benutzen den Pilz als Dekorationselement. Achso, das ist gut. Das ist wichtig. Oh ne, warte mal. Ich habe jetzt unseren Crafting-Table abgeschnitten. Der steht außerhalb vom Haus. Das ist nicht schlimm. Okay. Das ist danke. Künstlerische Freiheit. Danke. Da fragt man sich ja oft so, was hat sich der Architekt dabei gedacht? Was hat er sich denn dabei gedacht? Nichts. Aber ich war schon mal wo, da stand eine Badewanne. Nein, kein Mist, da stand eine Badewanne mitten im Raum. So, und die hat den Weg abgetrennt zum Bad. Und da war einfach neben dem Bett. Also es war in einem Motel. Da war eine Badewanne neben dem Bett. Ohne Grund. Also ohne für mich erkennbaren Grund. Ich habe mir nur gedacht, was macht denn die Badewanne da? Das ist richtig unpraktisch. Wenn die nicht da gewesen wäre, dann wäre man auf direktem Weg im Bad gewesen. Deswegen bin ich morgens oder nachts, wenn ich aufs Klo musste, immer über diese Badewanne geklettert. Badewanne rüber. Sehr nice. Also ich finde langsam... Unser Haus. Das ist hier sehr... Ne? Das ist ja interessant. Das gefällt mir aber nicht. Mimimi, baus selber, wenn du willst. Ich kann nicht. Ich baue es ja auch. Stimmt. So, wir brauchen einen Steg.
Ich baue einen Steg. Wohin? Okay, wir können mit... ich habe mit der Schwarzeiche hier, da baue ich einen schönen Steg. Wir können hier mitbauen. Ich habe mich... Das ist doch viel besser mit Rettern. Rettern. Ja, ja. Aha, aha. Man macht jetzt nicht meinen Steg kaputt, oder? Nein, ich finde deinen Steg ehrlich gesagt wunderbar. Kannst du mir ein bisschen Schwarzeiche droppen? Ja, klar. Warte hier, ich kann dir das rüberwerfen. Ich kann das nicht mit dem Kuh rauswerfen aus dem Inventar. Es geht nicht. Es ist mir zu viel. Guck mal, jetzt mache ich... Oh, nee, das war nicht beabsichtigt. Oh, du hast unseren Crafting-Table in die Wohnung gemacht? Ja, ich habe ihn hergeholt. Sau gut. Warte, dann können wir jetzt unsere Betten auch hinmachen, oder? Wo wollen wir schlafen? Hier? Hier beim Grün. Da, wo ich gerade stehe, finde ich schön. Du bist da, okay, ich schlafe hier oben. Ich finde es hier schön. Du schläfst im Pilz. Wollen wir schlafen gehen? Okay, wir können schlafen. Wir brauchen vielleicht noch ein Dach, oder? Oh, ja. Wie so eine Art Dachterrasse ist das denn eigentlich, oder? Du hast jetzt schon ein überdachtes Bett. Das heißt, es regnet schon mal nicht mehr ins Bett. Das freut mich. Ja, mehr brauchen wir nicht. Und es ist ja quasi Freiluftcampen. Edles Freiluftcampen. Ein bisschen zumachen? Ja, wirklich. Das ist ein wirklich schönes Haus, was wir hier gebaut haben. Es gefällt mir sehr gut. Ja, ne, finde ich auch allerdings. Ich mache jetzt hier über den Ofen, kommt die Tür. Danke. So, dann kann man hier rein. Okay, wollen wir dann schlafen? Oder ja, du schläfst draußen. Wo sind Zombies? Ne, da ist ein Zombie. Die Zombies kommen! Das ist nicht gut. Okay, dann lass schlafen. Okay, können wir? Schlafen. Da steht doch, man kann nicht schlafen, wenn da Monster sind. Kannst du nicht schlafen? Nein. Oh nein. Du kannst schlafen. Ich muss... Aber da ist noch eine Spinne, da sind überall Zombies. Und du schläfst schon? Okay, ja, aber ich kann ja nicht schlafen, wenn du nicht schläfst. Boah, das stresst mich jetzt. Komm, wir kämpfen. Da kommt noch mehr. Wir kämpfen. Okay, der ist in unserem Boot. Nein, raus ist unser Boot. Okay, der hat keine Chance, der kann sich nicht bewegen im Boot. Das ist gut für uns. Das Boot ist eine reine Zombie-Falle. Hacke! Du darfst nicht schnell schlagen, Ronja. Stimmt. Das war früher, ging das. Das geht jetzt schon lange nicht mehr, ha? Deswegen ist sie auch kaputt gegangen. Und? Stirbst du? Guck mal, der hat gar keine Chance. Wegen dem Boot-Trick. So, jetzt schnell ins Bett. Ist das dein Bett oder ist das mein Bett? Das ist mein Bett. Ich schlafe jetzt. Deine Schuhe sind von unten grün. Ja, ich muss auch schlafen, dann kannst du auch schlafen. Und schlafen. Morgen, Ronja. Guten Morgen. Ein bisschen Frühstück. Hier nein, das ist Zombiefleisch. Ich kann dir auch welches geben. Yay. Hier, bitteschön. Nimm. Schmeckt gut. Dankeschön. Ist sehr lecker. Noch mehr Müll. Hier, bitteschön. Noch mehr Müll. Hast du gerade mein Zombiefleisch als Müll bezeichnet, junge Dame? Das kann ja wohl nicht sein. Oh, es tut mir so leid. Ich nehme das Boot und fahr weg. Mach's gut. Nein, ich bin allein hier. Ich komme nie wieder hier weg. Tschüss, Ronja! Nein! Wir sehen uns dann! Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut bei Easy vorbei. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr den hier auch noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Ich meine, und wer will die schon verpassen? Wer will die schon verpassen, hä? Du nicht, der nicht, da nicht. Ich zeig gerade in die Kamera, falls du dich fragst, was ich mache. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Auf Wiedersehen.